Ah, ich hab's. Los, schnell, schreib. Hallo, Hexe Lilly. Komm sofort her. Jetzt Briefmarke drauf und weg damit. Hopp, hopp. Haha! Hallo, ich bin Alina Freund. Ich spiele die Hexe Lilly im zweiten Teil, die Reise nach Mandulan. Brief für dich, Brief für dich! Ich bekomme einen Zettel. In Indien ist der Thron verzaubert. Und ich soll hinkommen und ihn entzaubern. Mandulan ist ein Paradies für Feinschmecker. Hector! Wir haben für jeden Gaumen das Richtige. Im ersten Teil ist es ja so, er gibt mir eine Schuppe, wo ich ihn jederzeit holen kann. In diese Schuppe kannst du mich jederzeit rufen. Hexenbuch, Seite 157. Ja, es hat ja an der Schuppe gejuckt die ganze Zeit. Oh, das juckt. Oh, ah, das juckt so. Ah. Lilly, kaufst du mir eine? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, die war ja süß. Zaubernd. In einem fernen Land herrscht ein unbarmherziger Tyrann. Runter mit der Rübe. Und nur einer kann ihn aufhalten. Hector, der Flugdrache. Liebe Superhexe Lilly, willkommen in Mandulan. Hexe Lilly weiß, ich habe einen Auftrag, ich muss Hector mitnehmen. Ohne Hector geht da gar nichts. Das ist ja ein tolles Geschenk. Hä? Gebratener Gecko ist deine Lieblingsspeise. Hä? Und unser Nationalgericht. Was? Moment, das ist keine Eidechse. Das ist mein Freund. Mandulan ist ein nicht allzu großes Königreich, das wahrscheinlich irgendwo am Rande Indiens gelegen ist und eigentlich mal sehr weise regiert wurde von dem König Nandi, der nun aber leider von uns beiden, also Abrasch und mir, in die verbotene Stadt verbannt wurde und für tot erklärt wurde. Also da war diese Reise und dann das Herz. Ja, das arme alte Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Zack, raus! Mandulan lerne ich dann einen Jungen kennen, der mir dabei hilft, den richtigen König, ich verrate nicht mehr, den richtigen König zu befreien. Hey, komm hier rein! Schnell! Ich bin Tanay Cheddar und spiele Musa, der Hexe Lilly hilft. Guliman und Abrasch halten König Nandi gefangen. In der verbotenen Stadt. Wir befreien ihn. Vergiss es. Alina kennenzulernen war toll. Wir unternehmen ganz viel zusammen. Sie ist ein super nettes Mädchen. Wir verstehen uns echt gut und sind richtige Freunde geworden. Ich kann Englisch nicht, ich habe es jetzt in der 6. bekommen, aber so halt wirklich nur so ein paar Worte. Und wenn ich Englisch spreche, hat er gesagt, dass es sich anhört wie Chinesisch. Extraordinary. Very good. Oh, wow. Sie kann das total gut. Ich versuche aber auch Deutsch zu sprechen. Guten Morgen, den guten Tag. Von einem Film den zweiten Teil zu drehen, wo man die Hauptrolle hat, ist ja schon toll. Hallo. Das sieht cool aus. Filmen, filmen! Wir drehen wesentlich mehr in den Studios. Zum Beispiel der Thronsaal, das ist echt Hammer. Auch die Apothekergasse und alle anderen, die Kulissen sind schon echt Hammer. Es ist alles genauso wie in Indien. Das sind doch alles Gegenstände aus Indien. Es ist wie zu Hause. Das ist hier eine ganz normale Halle eigentlich, eine leere Halle. Und die Ausstattung hat das wirklich toll hingezaubert, wenn man dann kommt in so eine Märchenwelt. Juhu, fliegen! Hallo, jetzt sind wir in Indien und es ist super schön hier. Und es ist halt eine völlig andere Welt und das weiß man zwar, aber wenn man es dann mal selbst mit eigenen Augen sieht, ist es um nichts weniger beeindruckend. Wenn man das dann aber plötzlich alles riecht und hört und die Menschen sieht und das Getümmel hört und die Tuk-Tuks, die vorbeiknattern, das so zu erleben, das war natürlich super spannend. Man
muss ja hier dann irgendwie 5 Stunden oder so erstmal hier hinfahren nach Jaisalmer. Und auf der Hinfahrt habe ich schon die ganzen Kühe. Ich so, Kühe. Und dann das Kamel. Ich so, wow, das ist schon so normal. Heute wurde die Szene gedreht, in der ich in der Rikscha sitze. Wo ich dann nur sage, schnell weg hier. Schnell weg! An eurer Stelle würde ich mich jetzt gut festhalten. Ich bin der beste Fahrer in Mandolan. Und das hier ist die schnellste Rikscha Mandolans. Wir haben Glück. Moro bringt uns noch heute zur verbotenen Stadt. Der Mann heißt Moro? Nein, sein Name ist Gupta. Das da ist Moro. Mein Name ist Michael Koldewey. Ich bin einer der Filmproduzenten von Hexe Lilly. Und ich darf euch Moro, den Turbo-Moro, vorstellen und ein Geheimnis lüften. Weil Moro wird nämlich gespielt von einer Dame. Das ist Lea. Schau. Und sie heißt Lakshmi. Sie ist so süß. Und ich habe ihr sogar schon einen Bussi auf den Rüssel gegeben. Lilly, kaufst du mir eine? Bitte, 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 bitte. Eine Schlange? Spinnst du? Nein, so eine Flöte will ich. Oh, hör auf. Schmeckt bestimmt gut, dein Gecko. Schön saftig. Hey, Weißbart, nix Gecko. Hector heiß ich. Letztendlich fanden wir das total lustig, wenn Hector sich verliebt. Und dann lernt Hector dann einen Flaschengeist kennen, die Suki. Und da bin ich verliebt, dass ich dann total... Danke, dass du dich für ein Qualitätsprodukt aus Mandolan entschieden hast. Mein Name ist Suki. Suki, was für ein schöner Name. Meister? Meister? Lausche den Klängen der Liebe, oh Suki. Wunderschön, Meister. Cosma ist, ich würde sagen, Punktlandung. Ach ja, um mich deinen Namen zu lehren, diesen bitte deutlich aussprechen und mit Klatschen bestätigen. Suki, was für ein schöner Name. In dem Moment, wenn der spricht, oder ich oder er, man kann es ja nicht mehr trennen, da passiert ganz viel. Und das kannst du, viele Sachen kannst du vorher nicht festlegen. Und die armen Animatoren, die müssen halt da machen. Hector ist, wie soll ich sagen, ein Traum, ihn zu animieren, weil er kann springen, er kann tanzen, er kann lustig reinschauen oder traurig reinschauen. Und die Ideen, die die Animatoren haben, die kann man halt dem Regisseur vorschlagen. Und je verrückter die sind, desto schöner sind sie. Ja, das Schöne ist ja, dass wir ja versucht haben, vor allem über Hector, natürlich, der ist das Humorelement in dem Film. Deswegen bin ja ich auch mit dabei. Schweig! Du farbenblinder Vorhang! Du wirst gleich meinen Kung-Fu spüren! Jetzt hilf mir mal lieber aus dem Fummel hier raus! Das ist schon aus unserer Sicht ein bisschen kurios, skurril, wollte ich sagen, aber witzig, ja. Wir haben ja zum Schluss des Films auch einen kleinen Tanz und hatten auch Tanztraining dafür. Es gibt ein paar Tanzbewegungen, die jeder in Indien kennt. Eine ist diese hier mit dem Kopf, dann gibt es diese typische Handbewegung, genannt Mudra, und dann die Handbewegung über dem Kopf. Das sieht so aus. Es ist ja so eine Musik, die man dann den ganzen Tag auch singt. Das ist ja Ohrwurm-mäßig. Das ist ein Märchen, so ein richtig fettes Märchen, so wie aus 1001 Nacht. Reloaded für die 2000er Jahre. Großes Abenteuer, großer Auftrag. Hey, hey, bisschen mehr Respekt, Kleiner. Wir sind die Retter von Mandolan. Wow. Cousinistra Piruna.
Hier spielt der Drache! Ihr lauft einfach weg! Gartenzwerge auf der Flucht! Mann, die Finale!